Jo, da sind wir wieder bei Jessys Kampfschloss. Heute weiter im Stream, weiter live und weiter mit irgendwelchen Kämpfen. Was tue ich überhaupt? Ich kämpfe. Warum tue ich das? Damit ihr was zum Gucken habt. Damit ich ein paar meiner Pokémon ausprobieren kann. Davon haben wir alle was. Allgemein, jeder mag Pokémon. Pokémon ist so eine Sache, dafür wird man nie zu alt. Jeder mag das, jeder guckt gerne zu. Vor allem Kämpfe sind immer sehr schön. Ich gucke auch sehr gerne Pokémon-Kämpfe. Am besten noch, wenn es ein Kommentator noch dabei ist, der es halbwegs gut rüberbringen kann. Ne? So. Na dann. Schauen wir doch mal. Hm. Oh, cool. Ninjask. Okay. Gut. Mein Team steht. Rokara. Ja. Bin ja mal gespannt, was hier gleich alles rauskommt. Dance ich heute? Sicher nicht. Nie wieder Just Dance, ganz genau. Was sieht hier eine falsche Szene? Ist doch alles richtig. Man sieht den Top-Bildschirm. Das reicht. Den unteren müsst ihr nicht sehen. Schöne Rivalenmusik. So, Akiro, auch für dich, ne? Bitte muten. So, Rokara. Und hier kommt Lightflame. Man kennt ihn vielleicht so. Ein bisschen schon. So, aber Lightflame, ich glaube, das möchtest du gerade nicht machen. Komm mal kurz zurück. Das kann Anigo machen. Tarnsteine. Autsch. Hm. Kann man den Tastenstream noch irgendwo sehen? Ja, den kann man sehen. Der ist unter den Twitch-Aufnahmen. Nächste Woche 48 Stunden Just Dance Stream. Ach, nein, nein. Habe ich keine Zeit für. Hm, bleibst sogar noch drin. Ah, für den Reflektor. Macht Sinn, ja. Na denn. Plu vor allem. Sehr schöner Name. Ich werde Justin streamen, wenn Griechenland Weltmeister wird. Ja, das habe ich sogar, glaube ich, angekündigt. Aber gut, dass Griechenland ja rausgeflogen ist. Tja. Tja. Rave oder Fairy Tail? Beides. Eigentlich, wo bei Plu eigentlich eher Rave als Fairy Tail ist. Ja, jetzt kommt er zurück. War zu erwarten. Wendy. Ah. Das Viech. Weil mich da frage, ich glaube, ich bin nicht schneller als so ein kleines Ding, oder? Ne, vor allem nicht, wenn es... Ja gut, wenn es der Lecker... Moment, es hat Strolch. Ne? Feierwart. Mal sehen, reicht das? Ja, es reicht. Perfekt. Von daher, no delegator for you. Wieso habe ich eine 666 in meinem Twitch-Namen? Weil das auch mein YouTube-Name ist? Was? Ich bin auf der Startseite. What? Okay. Warum es mit Agilität statt mit Schwertanz? Ich wollte mit Agilität spielen. Das ist aber die Sache. So, mal gucken, wie sehr ich dir wehtun kann. Ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht geguckt. Wie heißt das Ding eigentlich? Wendy. Ja. Hm. Das waren ein paar KP. Oh, das war eine Menge KP. Hm. Schauen wir mal.
Einen FF14-Key möchtest du mir schenken können? Ich weiß ja nicht. Und Wendy kommt zurück. Ja. Hätte ich mir schon fast gedacht. Und Blue kommt zurück. Schade. Wollte ja mit dem Ruckzuck so ein bisschen draufhauen. Bollenhelm? Nein, gut. So, dann nochmal 20 KP. Ach, du hast auch eine Überreste. Oh, wie nett. Startseitenhype. So. Und Reflektor lässt nach. Na gut, stimmt, es hat einen Überrest, das hat gar kein Lichtleben, von daher. Das süßeste Pokémon meiner Meinung nach. Sei doch nicht Watzapf. Nein! Ganz knapp hat es nicht gereicht. Schade. Nee, ich brauche aktuell keine Pokémon. Ich habe doch genug. Er ist sogar drin geblieben. Okay. Ich hätte doch eher auf einen Wechsel gedacht. Mondgewalt. Ah ja, stimmt, das ist eine Fee. Das macht Sinn. Ja, gut, Spezialangriff geht runter. Passt. Soll mich mal nicht stören. Aber gut. Ich hätte doch echt gerade mit einem Wechsel gedacht. Mittlerweile hat sich sein Plu schon wieder gut hochgeheilt. Wow, schon wieder über Hälfte, einfach mal so. Aber jetzt dürfte eigentlich auch ein Erdbeben nicht mehr reichen. Nee, ich glaube nicht. Reflektor nicht vergessen. Ja, ganz knapp. So, dann kommen jetzt die Überreste nochmal hin. Dann kommt da die Überreste. Dann kommt jetzt noch der Egelsamen. Weil wenn ich keinen Schaden bekomme, würde ich noch eine Runde überleben. Von daher, jetzt kommt wahrscheinlich der Wechsel erstmal. Nee, doch nicht. Okay, das heißt, er braucht Blumen nicht mehr. Kann ich auch mitleben. Wobei, nee, jetzt kriege ich den, gut, jetzt kriege ich den Nebelsamenschaden nicht. Das ist gut. Lebe ich noch ein bisschen länger. Oh, yay. So. Ein Gyroball wäre nach der Agilität böse gewesen. Ja. Gyroball ist öfters mal Weißlogia. Schick. Jetzt muss ich mal was gucken. Absolut. Ach, wie süß. Das könnte wehtun. Eventuell. Aber ich bin schneller mit meinem Ruckzuck-Hieb. Holy! Ja, und dafür trifft der Tiefschlag jetzt nicht. Ha! Ich habe den Tiefschlag erwartet. Und durch meine Agilität bin ich jetzt schneller mit dem Ruckzuck-Hieb. Sehr gut. Bald müsste auch der Reflektor mal nachlassen. So langsam. Meine Güte, Anego, du räumst echt noch gut auf. Reines Fairy Tail Team. Ach, wieso auch nicht? Fairy Tail ist gut. Nein. 28 Einzüge in die Ruhmeshalle. Holla. Das ist eine Menge Ruhmeshalle. So. Und weg. Eieiei. Dafür, dass Anego fast tot ist, hält es gerade noch gut durch. Der Reflektor hat schon nachgelassen. Oh, das ist umso besser dann. Habe ich gar nicht bemerkt.
Also ich muss sagen, ich habe das Pokémon hier schon eigentlich schon lange tot gesehen, aber irgendwie will Anigo nicht. So ganz und gar nicht. Denkt sich, nee, das halte ich durch. Ich rock jetzt alles weg. Nin, nin. Ja, und noch mehr Fairy Tail. Wer sich so vielleicht an die allerersten paar Folgen von Fairy Tail erinnert. Schutschild. Na. So schnell ist ruckzuck auch nicht, dass ich das Schutzschild überholen kann. Aber man kann mit... welcher Tanker war das? Irgendwas ist, glaube ich, schneller als ein Scanner. Ich glaube, Mogelieb war genauso schnell wie Scanner. Da konnte man ein bisschen was mit überholen. Deswegen immer schön Schutzschild und nicht Scanner spielen. So. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr schneller, wenn er mit einem Prio-Move hat. Wobei, hat Ninjas einen Prio-Move? Ich glaube nicht. Ich wüsste gerade jedenfalls keinen. Aber gut, solche Anime-Teams zu machen, ja, habe ich auch gemacht, sag ich mal, ne? Mein One-Piece-Team. Und mein Sailor Moon-Team. Von daher... Solche themenbasierte Teams sind doch auch mal was ganz Nettes. Ein Pokémon-Team. Ja, ich sollte mir ein Pokémon-Team züchten. Das ist das Beste, was man machen kann, glaube ich. Dieb, dieb, dieb. Scannert auch nur 5 AP. So, mal gucken, wie viel sieht das ab? Ja, hat wie erwartet nicht gereicht. Und... Wobei, Moment. Ja, jetzt kommt noch einmal das. Und jetzt kommt noch das. Womit er wieder ein bisschen geheilt ist. Der Temposchub. Joa. Ja, mal gucken. Ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, es kommt ein Schutzschild. Ach ja, die Steinchen sind auch noch da. Ja, Schutzschild. Habe ich mir schon fast gedacht. Weil das wird wahrscheinlich nicht... Oder? Schauen wir mal. Kalagladi zeigt, was du machen kannst. Wahrscheinlich nicht genug. Oh! Oh! So knapp! So close! Oh! 1 HP! Ja! Ja, das tut jetzt weh. Zwar ziemlich. Diese bösen Steinchen. Ach, mir ist da was eingefallen. Stimmt, ich habe die Steine ganz vergessen. Hm. Na gut, damit ist Anigo eigentlich auch tot. Na gut. Dann passt das ja. Der berühmte eine KP. Oh ja. So, jetzt seht ihr auch, warum es gegen Light Flame macht. Heißt, es macht so ein kleines bisschen Licht. Düde. So, was kommt nun? Staffette. Ja, das war zu erwarten. Und dafür kommt... Ist ganz böses jetzt. Natsu. Ah, schlecht. Schlecht. Sehr schlecht.
What the fuck? Wo kam bitte gerade der ganze Schaden her? Aber danke, dass du Bedroher hattest und nicht Feuerfänger. Lightflame macht Licht? Ich dachte, das macht Hoffnung. Ja, dieses Natsu könnte jetzt ein kleines bisschen wehtun. Natsu ohne Feuerfänger. Irgendwo passt das nicht so ganz. Niemals Glurak unterschätzen. Oh ja. Das habe ich auch gerade bemerkt. Und Nahkampf? Warum gerade ein Nahkampf? Okay. Dann Nahkampf. Was setze ich denn jetzt ein? Listen up. It's your turn now. Irgendwie. Vielleicht. Du bist schneller, verdammt. Und tschüss. Die 3 plus waren dann doch ein bisschen zu viel. Moment mal. Sailor Merkur. Tu was. Ich weiß nicht was, aber tu was. Also doch gechoiced. Okay. Überlebe es. Danke. Meine Güte. Merkur, was tust du nur? Ich war mir nicht von Anfang an nicht sicher, dass es wirklich, ein Walschal. Okay, dann macht Sinn, dass es sogar noch schneller war. Sonst hätte ich erwartet, dass Lysop vielleicht noch ein bisschen schneller sein könnte durch das Chlorophyll. Aber gut. Ja, 3 Temposchüber trotzdem. Ich kenne die genauen Zahlen nicht so ganz im Kopf. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass es ein Walband ist, hätte ich Luxus. Oh Gott. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass es Walband ist, hätte ich wahrscheinlich auch sofort Sailor Merkur eingesetzt und nicht als Lysop geopfert. Ja. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Autsch, das tat weh. Und das Sonnenlicht ist wieder weg. No. Das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Weil dadurch hat Nami jetzt so ein kleines bisschen an Kraft verloren, würde ich sagen. Tja, na dann. Autsch. Hey, ist überlebt. Cool. Vielleicht kannst du ja noch was machen. Ja, hat immerhin noch Luxus umgehauen. Minuten-Kampf ist doch nichts Besonderes. Ist doch normal. Nin. Ja. 2 Pokémon jetzt noch gehabt. Ja. Ich habe jetzt sowieso schon verloren, weil Nami ist hundertprozentig nicht schneller als ein Ninjask. Und sobald Anigo reinkommt, stirbt sie an den Steinchen. Von daher. Ich habe eh schon verloren. Komm, bringen wir es zu Ende. Ja, es war mein Fehler. Ich hätte One Piece hätte Lysop nicht einwechseln sollen, sondern direkt Sailor Merkur. Aber ich wusste halt nicht, dass das Ding gechoiced ist. Und Anigo tot. Habe ich vorher voll vergessen, dass die Steine noch draußen sind, als ich sie ausgewechselt habe.
Naja, passt. Immerhin, das Ninjas war fast tot und... Gut. Na gut, damit hätten wir auch den Kampf geschafft. Ferrotail hat gewonnen, ganz genau. Das war das letzte Pokémon nochmal, das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Naja, wie auch immer. Das war's dann von diesem Part. Doch wieder ein schöner Kampf mit ein paar Fehlern meinerseits. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.